So, hallo. Wir befinden uns jetzt in der sechsten Folge. Wir sind so gleich in das Ding hochgeklettert jetzt und haben uns überlegt, was wohl hinter der Türe alles wartet. Und ich war ja für das Paradies und das leckere Essen. Ich bin für den Berg aus Menschenfleisch. Ja! Ja. Oh! Wow. Oh! 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 Ah ja, danke, danke! Kein Ding. Dass du nochmal extra den Zeitschritt gemacht hast. Ah, okay. Ja, aber auch kein Problem, oder? Noch jetzt. Da geht's rein, okay. Aber es gibt ja diese Artefakte. Und vielleicht können wir da ja mal. Auch nichts mehr, ne? Wo sind diese Kisten eigentlich? Dahinter befindet sich manchmal was, okay. Ja, das Altmetall. Für die Waffen. Cool. Zum Upgrade. Können wir nicht beide gleichzeitig auf das Ding werfen? Wenn du das machst und ich das gleichzeitig, dann blockt das meins automatisch ab. Okay. Warte, hier hast du Altmetall und noch mehr Sachen zu Zutaten zum Bauen. Oh ja, wunderbar. Ja, und jetzt sind die auch noch. Oh ja, damit. Hey, Isaac. Soll ich den ganzen Tag hier rumstehen? Augenblick, ich bin gleich da. Hey, wenn Sie sich schämen, nach dem Weg zu fragen, folgen Sie einfach Ihrem. Ich schäme mich nicht, nach dem Weg zu fragen. Ich erkunde alles hier. So, okay. Also, da geht's ums Eckhorn. Was ist das für ein Minispiel hier? Was soll das sein? Keine Ahnung. Gut, bin verweigert. Okay, machen wir nochmal, ne? Ich glaube, wir müssen da auch wir müssen beide gleichzeitig auf das, ja? Ah, scheiße. Was? Falscher Knopf. Falscher Knopf. Kein Problem, kein Problem. Also nochmal. Also nochmal. Ich frage mich ja, wann wir endlich in so einem Aufzug so einen Zombie erwischen. Ja, das ist der Durchbeiß, den müssen wir gleich am Anfang. Das war auch im ersten Teil die Stelle, wo ich es wieder verkauft habe. Gleich nach dem Intro in den Aufzug rein, dann kam es für ihn dann mal für mich vorbei. Eher schlecht, ne? Ja, ja. Okay, gut vor. Du bist ein Wissenschaftler, lauf. Ja, ich bin. Ja, richtig. Okay, hier liegt er schon wieder sehr unzufrieden. Oh, wieder Hund sich schön bewegt. Oh mein Gott. Oh. Hm. Das sind doch diese Zeichen da. Hm. Ellie, komm her. Wir haben das Ziel des Admirals erreicht. Isaac ist. Abschalten. Hey, Isaac. Isaac? Kawa, was ist da los? Abschalten. Was denn? Isaac. Abschalten. Hey. Abschalten. Was? Was ist jetzt los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles. Okay. Das ist Psychos hier. Mhm. Ganz üble Psychos. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Okay. Sie glaubte wohl, dass sie den Marker steuert. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen.
Du bist einfach nicht so voreilig, mein Freund. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Oh, ihr, was ist das? Komm. Cool bleiben, ja, Clark. Kommen Sie zu sich. Aber wie der Helm sich ausfährt, ist auch geil, oder? Ziele zur Crew stoßen. Okay, cool. Artefakt? Dann sind Sie hier. Ja, das ist Artefakt. Ich will es jetzt mal sehen. Das kriegt nach der Artefakt. Textlog. Puff. Naja, okay, passt. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Kann bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott im Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Warum schießt man denn? Das soll wohl ein Scherz sein. Nein, General. Ist es nicht. Dann? Ich werde Dr. Serrano in Ihr Quartier schicken. So, noch weiter? Sie müssen den Verstand verloren. No. Das Gerät, oh ja. Oh ja, sehr schön. Ja. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespürt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Biege. Verdammt, Robert, wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Ah, mit Space gemacht. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, Weil so ist gut zum Bein abschneiden und so gut zum Arme abschneiden. Ja. Aber schneiden müssen wir immer. Kennst du was? Ah, da liegt was tatsächlich. Das finde ich aber ganz gut, dass wir beide die Sachen looten können. So. Ja, das finde ich ja. Ah, okay, wir sind wieder in unserem Raum. Ah, guck mal, da ist wieder was. Ganz übrigens noch. Somatgel und EM und Umwandler. Wir haben noch einen Stasepack gekriegt. Also noch praktisch. Ja. Stasepack hat uns jetzt schon öfter mal den Hintern gerettet. Oh ja. Aber jetzt kommt ein Bild, guck mal. Ah, oh, schön. Na, ich sag ja Missionsanweis. Das steht alles rein. Irgendwas mit Marker und bla, hier, da, dort, überall. Ja. Aber auch immer schön nach oben gucken, nicht dass da noch irgendjemand fehlt. Dass die uns wieder dann in den Hintern beißen. Gut, so mal Ultra, das geht. Das war geil. Den Platz vergleicht mit beiden. Oh. Warte, ich muss alles einsammeln, der Lack und Zeug. Meine größte Angst ist immer, dass es keine Munition mehr gibt. Und da bin ich echt noch geschädigt damals von Alien. Mhm. Versus Predator. Der hatte sogar die Tür jetzt die richtige Weg hin. Ich lauf einfach mal mit. Ja. Immer schön, immer schön. Jetzt sind wir wieder in diesem super ekligen Raum. Ja. Bist du wirklich da lang? Da zeigt es mir die Mission hin, dass ich da hin muss. Ja, klar, aber. Ach ja, nein, Wollen, von Wollen kann da keine Rede sein. Fortschritt wird gespeichert, schon mal gut.
Oh nee, nicht schon wieder da raussuchen. Das sind doch unsere Jungs hier. Isaac, da bist du ja. Da bin ich. Hey. Wo sind die anderen? Sucht nach einem Weg raus aus diesem Wrack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsschuttel gefunden, ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Das ist gut, aber ich will auf jeden Fall gern. Damit wir endlich heimkommen. Meinen Schneidbrenner ein bisschen mehr. Wir werden nicht heimkehren. So besser. Hey, hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Guck mal, ich kann sogar demontieren. Kannst du auch die Waffe, die du hast, demontieren. Okay, aber herstellen kann ich noch nichts. Mir fehlt genau ein bisschen Halbleiter. Dann könnte ich mir so einen Munitionssammler. Ich glaube, ich habe 166 Halbleiter und 441 Halbmetall. Okay. Manschetten tun. Plasma kennen. Das Drehen. Ah! Das, was ich jetzt habe, jetzt, was ich jetzt angebaut habe, das macht, dass ich das drehen kann, weiß ich gerade. Ah. Genau, ein Tool zum Schneiden, das ionisierten Plasma-Brennstoff abfeuert. Oh, ne. Mach ich mal das drin, oder? Ja, das klingt cool auf jeden Fall. Hier ist eine Dachspitze. Ich kann sogar ein kompaktes, gerichtetes Erektionsfeld machen. Ich schaffe einen schnell feuernden Plasma-Katastrahl. Okay. Oh, nice, nice. Was brauchst du? Nix. Hab alles. Ich mach's. Ja, mach. Ja. Oh ja, Baby. Okay. Erweiterung 2. Okay, da bin ich keine Tools dafür. Jetzt langsam mit diesem Ding, fällt mir ganz gut. Ne, passt, passt, passt. Okay, und ich glaube, dieser kompakte Standardrahmen, der ist dafür da, dass du auf einem größeren Rahmen fettere Sachen bauen kannst oder mehr. Ah. Und wenn man T drückt, dann kann man einen Plan erstellen von der Waffe, die man gerade hat. Was? Kann man was? Einen Plan erstellen von der Waffe, die man gerade hat. Geil, dann kann ich dir wahrscheinlich den Plan geben, zum Beispiel. Und sowas gefällt mir sehr gut. Schon. So, und wie sieht es jetzt aus, mein Strahlkater? Schon besser, schon anders. Oh, oh, oh. Mal testen, den Schuss. Boah. Oi. Aber sei nicht so. Ja. Verschwenderisch. Man hat da. Ja, ich weiß, ich weiß. Auf jeden Fall, hier sieht es schon mal aus, als ob wir da hochklettern müssten. Zielfernrohr, Munitionssammler. So. Hilfe, Sicherheitsschutz, Straßenhilfe. Geh mal da hoch. Wird ja schon nichts passieren jetzt. Ein bisschen Munition gefunden. Das war's. Auf der anderen Seite könnte es auch was Nettes noch geben. Okay, also Fazit ist, wir brauchen Wolfram. Ja, gell, und das habe ich auch. Wir müssen Glühbirnen kaputt machen. Ja. Die Glühbirnen des fast 24. Jahrhunderts, irgend sowas, gell, noch hinterher. Okay, gibt's hier oben irgendwas noch zum Holen? Gibt's nichts zu holen? Also okay, dann gehen wir wieder weiter durch die Türe. Was, gehst du da hoch oder was? Nee, da gibt's nichts, ich hab nur geschaut. Okay. Weil auf der anderen Seite gab es noch eine Kiste mit Munition. Oh, nice. Ja, aber es war nicht viel. Okay. Gerade die, wo ich verballert habe, die ich wieder bekommen. Ja, du bist ein Held. Ha? Du bist ein Held. Also, nee, da gibt's, da wo du jetzt bist, da gibt's die Kiste davon mit der Munition.
habe mir hier mal alles abgegriffen. Warte mal. Na, auf jeden Fall, jetzt habe ich doch mal die Knarre aufgebaut. Aufgebohrt. Aufgebohrt. So, ein paar Kubik rausgenommen. Ein Waffenmotivationsschub mir verpasst. Wenn ich diesen Fußstrahl mache, kannst du das auch sehen, wo wir hin müssen? Oder kann das nur ich sehen? Was für ein Fußstrahl? Anzugstation. Ja klar, ich geh mal zur Anzugstation. Ja, geil. N7-Anzug. Haha, freigeschaltet. Ja, ja, genau. Das war ja der Anzug. Genau, weil ich ja Ding, weil ich ja Mass Effect 3 spiele. Eva-Anzug, auch cool. Krieg ich auch so einen. Oh, guck mal. Der sieht ja heiß jetzt aus. Jetzt steht der dritte. Jetzt, yeah, baby. Oh. Der wird jetzt an mich rangeschweißt. Ratatatatatatatat. Das ist mal ein cooles Ding. N7 tatsächlich. Da, Commander Shepard, da bin ich. Geil. Ja, wurscht immer aus dem Mass Effect. Also, passt. Ja, ich probier das Ding auch mal aus, wirklich. Auch was, vielleicht hast du ja auch so was, ja. Ja, das sieht eher mau aus. Eva-Anzug wurde freigeschaltet. Das ist ein Eva-Anzug. Ja, der bestimmt gefälligst nackt dann. Eva-Anzug, ja klar. Oder willst du so Aliens mit so einem bekackten Anzug da begegnen? Oh mein Gott. Okay, lass mir jetzt mal schön sein. Jetzt. Auf jeden Fall ist es ja echt positiv hervorzuheben. Ich sag mal so, für meine panischen Angstanfälle, die ich bei so Spielen kriege, ist das jetzt richtig gut. Zu zweit. Gut. Und hier gut. Isaac, Norton hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten. Da waren wir ja vorher, da sind wir reinmarschiert. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze zu stoppen? Mist. Alles verriegelt. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Oh, jetzt kann ich. Sie denken, Sie und Sie. Vergessen Sie es. Sie ist nicht von Sie, okay? Ja, aber sieht doch nicht so nett aus. Benutze die Sauerstofftanks, um Luft aufzufüllen, weil um Chinese. Okay, um chinesische Luft aufzufüllen, verstehe. Und ist deine Luft aufgefüllt? Keine Ahnung. Und ist bei dir ausgefüllt? Ah, ja. Die muss man mit Chinesen holen, damit eh benutzt. Mhm. Ah. Ja. Verstehe. Also, okay. Ich werde nur einer rum. Sollen wir uns auf direkt den Weg wieder hinbegeben? Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Wo steckst du? Ja, hier bei der Station, ja. Ach, wir sind schon da. Ja, ja. Fortschritt wird gespeichert. Das passt sehr gut, weil wir nämlich an der Stelle jetzt wieder einen Break machen. Und in der nächsten Folge dann in diese Station hier reingehen, aber ich kann nochmal schön auftanken, das muss ja, viel Zeit ist schon. Ja, das sollte ich auch mal machen. Hä? Ne, das ist jetzt auch oder? Ah, ist schon voll, okay, alles aufgeladen. Alles klar, dann würde ich mal sagen, wir machen genau an dieser Stelle das nächste Mal weiter und schaltet wieder ein. Und dann geht's zur siebten Folge auch schon wieder, gell? Und wir gehen in diese Station rein. Bis dann. Ciao.